Sie sind klein, unscheinbar und doch ganz groß. Frech erobern sie die Welt. Der Hausspatz ist das Wildtier, das uns am nächsten kommt und doch nie zum Haustier geworden ist. Dies ist eine Reise zu den schönsten Metropolen der Welt, wo sich die kleinen Lebenskünstler weder von Lärm noch von Klimaextremen abschrecken lassen. Sie sind uns so unauffällig gefolgt, dass wir um ein Haar ihr drohendes Verschwinden übersehen hätten. Doch so leicht geben sich die kleinen Flugakrobaten nicht geschlagen auf dem Planet der Spatzen. Ägypten. Jahrtausende vergehen wie im Flug. Es ist früher Morgen im Khan al-Khalili, im Bazar von Kairo, einem der ältesten Märkte der Welt. Über Jahrhunderte ist er lebendiger Treffpunkt und Schauplatz vieler kleiner und großer Geschichten. Im Viertel der Blechtreiber und Kupferschmiede haben Spatzen ein leerstehendes Haus für sich erobert. Fassade und Fenster bieten Unterschlupf. Für jeden das Passende. Sag mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist. Auf kaum eine andere Tierart trifft dieser Satz besser zu. Für junge Spatzenweibchen in ihrem ersten Frühling ist es Zeit, einen Partner zu finden und sesshaft zu werden. Die Partnerwahl ist den lokalen Verhältnissen angepasst. Für Sperlinge ist der Bazar Baumarkt, Heiratsmarkt und Schlaraffenland, alles in einem. Für die lange Suche nach dem Richtigen ist es der ideale Ort. Die großen Entscheidungen werden bei den Sperlingen von den Weibchen getroffen. Für die Wissenschaft ist es immer noch ein Rätsel, wie sie es schaffen, für jeden Lebensraum den genetisch perfekten Paarungspartner zu finden. Weltweit gibt es 34 verschiedene Spatzenarten, aber nur der Hausspatz.